wunderschönen guten Morgen zusammen hier zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie natürlich auch ganz herzlich im Namen von FX Flat hier morgen zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, ob der Dirk heute einen Trade macht, was passiert, was der Markt macht. Ich hoffe, Sie auch. Und von daher würde ich gar nicht lang drum rumreden, sondern direkt zum Risikohinweis springen. Denn das ganze Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, wonach Sie gehen müssen. Ganz wichtig von unserer Seite zu sagen. So, Dirk, das war's von meiner Seite. Ich werfe dir mal den Bildschirm rüber. Jo, gucken wir mal, dass wir den richtigen finden. Zack, zack. So, jetzt darfst du. So, Bildschirm ist da. Das sieht gut aus. So, jetzt gucke ich mir trotzdem noch ein letztes Mal, ob ich hier alles zu habe. Ja, sieht gut aus. Alright, so, Ton sollte ja auch vernünftiger sein jetzt als eben gerade noch. Ne, mein Mikro ist weg. Wo ist es denn hin? Moment mal. Man hört dich auf jeden Fall ziemlich gut. Ziemlich gut rascheln wahrscheinlich, ne? So. Ja, jetzt gerade ein bisschen. Okay. So, gut, jetzt aber. So, dann sage ich an der Stelle auch mal hallo, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen California. Ja, die Sonne scheint ja tatsächlich ab und zu mal ein bisschen. Das macht das Leben so ein bisschen angenehmer, zumindest. Jo, wie der Florian ja schon gesagt hat, heute hier zum Live-Trading möglicherweise, beziehungsweise mindestens zur Markteröffnung hier im Frankfurter Markt, wobei ich mich ja halt mehr auf den, wie immer auf den Dow halt konzentriere und da halt mal gucke, ob man das halt irgendwie zusammenkriegt, dass da halt, dass man dort halt auch handeln kann, obwohl halt ja eigentlich die, natürlich die Amis ja heute um diese Uhrzeit natürlich, was heißt heute, sag mal, ich muss mich mal hier ein bisschen sammeln, mal ein bisschen konzentrieren, sorry, obwohl die Amis ja nicht um diese Uhrzeit eröffnen, trotzdem ist es halt so, dass halt auch bei den Amis in der Regel um diese Zeit dann auch Bewegung reinkommt und da die beiden ja auch nicht wirklich auseinanderlaufen und die Erfahrung so ein bisschen gezeigt hat, dass der Dow zum Beispiel dann halt um die Zeit auch sauberer läuft, weil der halt eben dann nur der Future läuft und nicht die Kasse, ist das in der Regel gar nicht so verkehrt, dann trotzdem um diese Zeit den Dow zu handeln. So, ich gehe mal rüber aufs Bild hier von meinem Stundenchart, wo ja auch die Levels drauf basieren, beziehungsweise dort, wo ich die auch immer erzeuge. Ich bin noch nicht so richtig wach, ne? Ich weiß gar nicht wieso, aber ich bin schon eigentlich ziemlich lange wach. Aber irgendwie habe ich, stelle gerade fest, ich habe heute noch mit niemandem geredet. Und das ist immer so, wenn die Stimme noch nicht irgendwie warm gelaufen ist und dann redet man gern auch irgendwie mal Unsinn, weil wahrscheinlich das Sprachzentrum im Gehirn noch nicht an der richtigen Stelle aktiviert worden ist. So, ihr dürft auch gerne irgendwie zwischendurch mal was sagen, fragen, machen, tun. Ihr dürft stänkern, ihr dürft was auch immer eurer Kreativität im Textlichen da freien Lauf lassen. Dafür ist ja auch das Frage-Antwort-Fenster auch da. So, also links DAX, rechts DAO. Gucken, ist ja doch einiges los. Ja, okay. So, okay. Also ich fange mal an mit dem DAO, weil ich hier den auch in erster Linie in meinem Ausblick ja auch immer hier drin habe. Und da hatte ich ja gesagt, ich hätte eigentlich so ein Wunschkonzert. Sieht aber aus, als würde das wirklich tatsächlich auch kommen. Und zwar halt generell Wunschkonzert wäre hier halt jetzt hier nur mal für die ganz schnelle Betrachtung, weil das kann ja eventuell gleich auch schnell gehen. Man weiß es nicht. Also hier ein Rücksetzer auf die 772 und dann ein Hoch in die rote Zone. Das sind natürlich ein paar Meter, aber es ist ja auch in der Tat so, dass die Volatilität ja doch ein bisschen zugenommen hat, Gott sei Dank. Und das heißt also, es war ja wirklich die letzten Wochen, es war ja ein Krampf teilweise, ne? Also irgendwie so 5-Punkte-Ranges, sogar im DAO dann halt mal irgendwie über, jetzt nicht nur irgendwie eine Viertelstunde, sondern teilweise dann über Stunden, wo das halt irgendwie nur noch auf der Stelle rumstand. Im DAX halt das Gleiche. Und das macht halt dann nicht so wahnsinnig
viel Spaß, wenn man da halt versucht, irgendwie einen Trade zu finden, vor allen Dingen, wenn man mal irgendwie was sucht, was man halt auch irgendwie vielleicht mal laufen lassen möchte. Und das war ja halt die ganze Zeit tatsächlich unmöglich. Und genauso zum Scalping ja auch das Gleiche in Grün. Also ich meine, für Scalping braucht man jetzt ja nicht unbedingt Strecken, sondern da braucht man eigentlich nur Wohler und muss dann halt ein bisschen aufpassen. Und dann ist das in der Regel gar nicht so schwer, dann da halt auch was zu finden. Ich habe auch vorhin, ich war mal so frech und habe auch hier einen Short Trade schon mal aufgemacht im Dow. Einfach als er hier oben unter die gestrichelte, unter die Range, die er da über Nacht gebastelt hat. Ich mache das gleich ein bisschen größer. Andere Seite, wo er da halt mal drunter gekippt ist. Ja, hier so eine kleine Range da gebaut und da kam halt nichts mehr nach. Und da habe ich hier mal einen Short gesetzt schon mal. Und da jetzt aber auch schon die Hälfte raus. Ich zeige den gleich. Also ist jetzt ja irrelevant. Der liegt ja jetzt irgendwie schon 30 Punkte vorne. Da kommt man jetzt ja so sauber nicht rein. Einfach von dem Hintergrund, weil ich halt gesehen habe, okay, hier ne, das Hoch, das war das Vortageshoch hier an der Stelle, das mal irgendwie rausgenommen, kam nichts mehr hinterher und hatte hier auch einen kleinen Long und der ist aber dann mit 10 Punkten rausgeflogen. Komm, dann wenn dann jetzt die Short-Richtung, weil das natürlich auch an der Stelle tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen kippen könnte. Im DAX sogar auch, aber der ist jetzt wahrscheinlich irgendwie gerade rausgeflogen, den habe ich direkt abgesichert und das war nämlich jetzt hier einfach nur der, kann ich mal gucken, wie ich den hier eingeblendet kriege, ja, nee, da, der krasser Schluss, halt so ein bisschen drauf bauend, dass wir hier vielleicht mit einem kleinen Downgap aufmachen und das dann auch möglicherweise reicht, um zumindest mal ein Stück weit nach unten zu rutschen. So, warum, weshalb, wieso? Also, man sieht halt hier, also das ist halt so eine Geschichte, die ist halt für mich, ein bisschen hoch, nicht, dass ich hier im Bild bin, hier in der Stunde. Ich hatte ja generell gesagt, vorgestern schon für mich, oder am Freitag glaube ich auch schon, für mich relevant, ja, vorgestern war in der Börse Freitag tatsächlich, dass die 666 für mich halt unten eigentlich relevant ist und unterhalb der 590, also unterhalb diesen Lows, ist eigentlich ganz schön viel Platz nach unten. So, was hat er gemacht gestern? Hat hier irgendwie da nochmal kurz aufgesetzt, kein neues Tief, direkt über die 666 gezogen. So, und dann nach oben versucht. So, und hier sieht man halt, da war halt nochmal so ein bisschen, ja, so der Rücktest, ja, von dieser Ausbruchsbewegung, die dann gehalten hat. Das ist soweit okay. Unsauber meine ich halt nur, weil halt hier jetzt um ein, zwei Punkte halt ein Level verfehlt wurde. Das finde ich natürlich dann nie so klasse, weil es mir dann halt auch ein bisschen schwerer fällt, den Markt entsprechend zu greifen. So, aber nichtsdestotrotz haben wir halt hier erstmal eine Aufwärtsbewegung. Wir haben halt hier auch einen Bruch, zumindest mal jetzt hier von den korrektiven Highs an der Stelle. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen Trendverhalten im H1 nach oben erstmal. Und das heißt aber nicht, dass wir hier auch einen Trend nach oben haben, also einen echten Trend, der weiterläuft. Ich glaube aber trotzdem, unverändert dran, dass wir da halt schon nochmal eine ordentliche Bewegung nach oben kriegen und wir uns dann womöglich auch nach unten erstmal verabschieden werden. Und aber um halt so eine Bewegung zu kriegen, braucht es halt auch ein bisschen Anlauf. Und den würde ich mir wünschen, halt in dem Bereich, also nochmal hier, man sieht ja hier, ne, Support, ne, da wollte es die ganze Zeit nicht drüber, dann zurückgekauft und dass wir nochmal in dem Bereich hier testen. Das muss auch nicht sauber laufen, aber halt generell wäre das schon relativ plausibel. Dann wären wir auch aus dieser Zone erstmal raus, also aus der blauen Zone hier, ne, die ja halt auch oft recht genau reagiert hat an der Stelle und könnten dann auf der Unterseite mal eine Runde Luft holen. So, jetzt gucke ich mal ganz schnell rüber. Also ich werde hier gleich das auch noch im Daily erklären, weil jetzt gerade bezogen auf den Dow ist es halt so, dass da oben halt noch der SMA 20 rumschwirrt, den ich in letzter Zeit so ein bisschen genauer in der Beobachtung habe. Und wo ich halt der Meinung bin, wenn das sauber laufen soll, dann braucht es halt irgendwie noch einen Rücklauf und der würde wunderbar passen heute zu der roten Zone da oben. Das sieht man jetzt hier nicht, ne, weil ich bin ja hier logischerweise jetzt im Stundenchart.
Aber hier oben, da schwirrt der SMA 20 im Daily halt rum. Und es würde wirklich hervorragend passen, wenn wir da halt einen Squeeze hinkriegen und von dort dann halt runter dümpeln. Ich glaube nicht, dass wir halt, dass das so läuft, dass einmal rauf und direkt wieder runter. Ich denke eher, das wird eine Geschichte, die sich dann auch locker irgendwie bis morgen oder übermorgen hinziehen kann und der sich erstmal da festfrisst. Aber das wäre halt zumindest mein Wunschszenario, da zumindest nochmal halt irgendwie hinzukommen. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt erstmal hier Hauptrichtung, die ist Short. Auch die Impulsrichtung ist erstmal Short. Und da wird man jetzt mal sehen müssen, ob wir wirklich dann da unten durchfalten. So, ich muss mal hier ganz kurz auf Pause drücken, weil ich habe vorhin hier, wie gesagt, bin so ein bisschen aufgehalten worden und muss mal kurz checken, ob ich da jetzt alles auch richtig vorbereitet habe. Bin sofort wieder mit dem Bild dabei. So, nee, der DAX ist rausgeflogen, sehe ich gerade. So. Und zwar folgendermaßen. Also, ne, also hier ist, da habe ich ja gerade gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen gemein. Ich mache das ja auch nicht gerne, aber es hat sich vorhin eben halt noch zwischen Tür und Angel angeboten, da oben halt mal den Short halt mal hinzu platzieren. Ist auch keine große Size, ist alles überschaubar, aber halt eben, weil ich halt gesehen habe, da in dem oberen Bereich, da ist halt irgendwie, da kommt nichts mehr, das kann man schon mal machen. Wie gesagt, die Hälfte ist auch hier raus. Hier unten ist die 772, die habe ich auch schon mal platziert. Das wäre halt so mein Lieblingslong, beziehungsweise ein Korrekturpunkt, wobei man den gleich auch noch ein bisschen genauer ausloten muss. Dort würde ich die Geschichte dann halt drehen. Trail mache ich erstmal aus. Aber man sieht ja zumindest mal, dass die Impulsrichtung, ja, also das, was jetzt irgendwie gerade vorherrscht, dass das zumindest mal stimmt. So, jetzt zum Punkt 9 irgendwie einen Trade aufmachen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich kann ja mal gucken, das hier ist der DAX parallel dazu. Kann schon sein. Also wir starten hier jetzt, das sieht man ja, ne, mit einem ganz kleinen Downgap im Kassa. Das kann aber oftmals reichen, um halt erstmal einen Impuls nach unten auszulösen. Also hier diese kleine Differenz, die wir haben, 15 Sekunden haben wir noch. Und wenn wir da drunter starten und dann sollte das in der Regel auch nochmal ein bisschen was nach unten dann ergeben. Außer es wird direkt zugemacht, dann muss man vorsichtig sein. Aber weil genau wie ich halt immer sage, ein Gap Close von oben ist nicht long, genauso ist ein Gap Close von unten auch nicht short. Ne? Und deswegen wäre es jetzt halt eigentlich wünschenswert, kann ich jetzt aber natürlich nicht sagen, ob das kommt, wenn das Gap irgendwie knapp auch aufbleibt und nicht direkt geschlossen wird. Also wenn wir genau hier in dem Bereich halt drehen. So, jetzt ist es aber zu. Und das heißt, jetzt erstmal ein bisschen abwarten, weil dann kommt jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr dann nach oben halt auch mit dazu. Muss nicht sein, aber sollte man dann irgendwie zumindest auf der Uhr haben. So, mein Stop lag hier, da über den Hochs an der Stelle. Aber ich werde da jetzt erstmal zurückhaltend, weil es halt schon sein kann, weil wir jetzt hier ja nochmal tatsächlich dann auch in gestern ansetzen, dass wir dann noch einen Schub nach oben kriegen, der ein bisschen höher läuft dann auch. Deswegen, wenn man hier rein möchte, wenn man da einen Short glaubt, würde ich dann eher wirklich tatsächlich nochmal die 730 nehmen. Und macht vermutlich mehr Sinn. Ich will aber hier eigentlich den DAX nicht wirklich anpacken, sondern da erstmal beim DAU bleiben. So, aber man kann es ja trotzdem mal beobachten, ob es so kommt. So, vielleicht ein bisschen andere Farbe. Ich mache die mal gelb. 730, das wäre halt hier oben. Der Bereich, das wäre nochmal die Eröffnung von 8 Uhr. Das ist schon denkbar, dass es an der Stelle nochmal kommt. Das wäre zumindest sauberer, als jetzt hier irgendwie reinzuspringen. Das heißt, sauberer natürlich nicht, ne, weil er halt hier, das Hoch ist ja nicht rausgenommen, aber es wäre jetzt nicht untypisch, sagen wir es mal so, wenn wir da halt irgendwie noch einen kleinen Schub nach oben kriegen würden.
Sauber, klar, ist dann halt eher schon das, was wir da halt sehen. Und auch hier, wie man sieht, ein M5. Ich habe ja hier mal M5, M15, H1 und D1. Und hier war es jetzt einfach, ich mache ein bisschen größer, hier SMA20 einfach einmal kurz dran gespuckt. Und auch nichts anderes als die Hochs an der Stelle, beziehungsweise also hier das letzte Hoch, ne, sieht man ja. Hier sieht man es ein bisschen deutlicher. Das ist ja nichts anderes. Und das war dann, das wäre sauber. So, aber wie gesagt, mich würde es wundern, wenn das so sauber dann auch weiterläuft. Kann sein, aber da bin ich so ein bisschen skeptisch. Deswegen lieber hier nochmal eine Übertreibung. Hier oben auch Point of Control würde auch ein bisschen besser passen. Und da kann man dann irgendwie schon eher mal ansetzen. Muss man aber trotzdem dann halt hier auch gucken, wenn man das machen will, unbedingt. Wie gesagt, das ist ja auch alles keine Empfehlung. Dann sollte man aber gucken, dass der Stop dann auch hier oben drüber liegt, über der 700. 55. So, also ich switche auch mal rüber. So, hier geht es im DAU erstmal weiter runter. Und das ist ja auch das, was ich auf dem Schirm habe. So, das heißt, das, wie gesagt, also erster Impuls, man muss nicht unbedingt sein, dass das Seiten des Bildes wirklich klar und man ist halt schnell, dann kann man das machen. Aber das ist ja halt eben oft auch nicht der Fall. So, ich gehe mal nochmal zuerst mal. Ich kann jetzt hier sowieso, muss nichts machen, kann nichts machen. Wie gesagt, mein Ansatz wäre, wenn jetzt hier wirklich noch ein bisschen Druck nach unten kommen sollte, wobei der DAX das Ganze gerade so ein bisschen verwirrt, möglicherweise. Wenn nochmal Druck irgendwie nach unten kommen sollte, würde ich anfangen zu drehen, hier unten bei der 772. Wobei das auch gar nicht mal so einfach wird. Werde ich aber auch gleich zeigen, wieso. Weil damit nämlich auch wieder eigentlich ein Low gebrochen werden müsste. Und aber das wäre trotzdem noch in Ordnung. So, jetzt gehe ich noch mal kurz rüber aufs Hauptbild. Und so, da sind wir, ne? 730 gibt es ja auch hier im Live-Chart genauso. Ist halt eben die Unterseite hier von der Zone. Und da sieht man halt schon sehr deutlich, dass der halt sehr, sehr, sehr genau an der Stelle ja auch gerade irgendwie um 8 Uhr da auch angesetzt hat. Ne? Also drunter geschlossen, kleiner Rücklauf, Punkt genau und dann runter reagiert. Das heißt natürlich jetzt nicht zwangsläufig, dass der jetzt unbedingt weiter runterlaufen muss, aber die Chance ist schon groß. Aber hier sieht man jetzt halt eben auch, das ist auch nochmal der Kassaschluss von gestern. Ne? Das heißt also dran und runter. Ganz, ganz selten, sondern eher dann halt genau wie von oben auch erstmal ein Stück weiter durch. Ob das dann hält, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber dass der hier jetzt nicht abprallt, das war halt schon sehr, sehr typisch, finde ich. Und deswegen wollte ich da auch jetzt keinen Short mehr hinsetzen. Und das heißt halt leider dann auch im Umkehrschluss, das Ganze kann halt dauern. Ja, also wir haben jetzt gerade mal erst die ersten 5 Minuten um. Und ich gehe halt wirklich davon aus, dass wir halt hier jetzt nochmal ordentliches Gezacker kriegen. Und vermutlich wird es dann auch so sein, dass wir da halt echt noch eine Zeit lang rumstehen, bis er dann halt wirklich dann nach unten ein bisschen wegkippt. So, ich gucke gerade die 855 nach Legende, nicht long. Ja, nein. Also das ist ja eher so, also hier fragt gerade jemand, ob das nach Legende nicht long ist. Nein, eigentlich nicht, ne? Weil wir kommen ja halt, ich meine, die ist ja erstmal, ist sie nicht erreicht. Man sieht ja auch hier, okay, das ist erstmal nur die Unterseite von der Range hier. Das heißt, hier ist ja noch gar kein Trigger gesetzt. Würden wir jetzt als Beispiel aber halt hier einen langen Docht durchmachen und dann halt hier nochmal da schließen, ja, dann hätten wir auch eine Stundenkerze, die halt auch sauber dann da drüber schließt. Dann würde ich sagen, gut, dann kann man hier auch long gehen. Aber so nicht. Also zumindest nicht nach meinem Ansatz, ne, sondern das ist ja eher, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass die gleich mal irgendwann noch kommen wird und wir dann dort halt mal gucken, was abgeht. Und vielmehr dann so, wenn die Stunde drunter schließt, ja, weil wir halt eben dann auch hier in der Impulsrichtung drin sind. Wenn die drunter schließt unter 855, dann wäre das ein Short Entry. Aber Long an der Stelle so nicht, falls gemeint ist, weil die hier drüber geschlossen hat, ja, nein.
weil da fehlt mir dann auch die 772 erstmal als Rückbestätigung. Das käme jetzt hier dazu, warum das da unten halten könnte. Ich wollte jetzt mal hier auch zusammen mit euch dann auch mal gucken, wie sich das mit den Fibos verhält, auf welche Werte wir da kommen. Einfach mal hier unten von da halt mal ziehen. Da liegt die eigentlich auch ganz gut, ne? Zwischen 76 und 61. Das würde schon passen. Also wenn wir dorthin einmal runterfallen und dann vielleicht heute Nachmittag dann auch erst ab dort hochziehen. Aber erstmal will ich eigentlich dahin. Bevor ich mir da Gedanken drüber mache, wie ich da unten in die andere Richtung reinkomme. Hier kann natürlich jetzt genauso blühen, dass wir halt nochmal zurücklaufen an die hier die 34.921 kann natürlich genauso sein, ist möglich. Dann ist es halt so, ne? Also da kann man versuchen, hier oben nochmal irgendwo neu reinzukommen. Aber halt sehe ich jetzt erstmal nicht. So, aber was ich halt hier sehe, ist der DAX hier parallel. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich handle den jetzt eigentlich nicht, weil ich den DAX eigentlich so meistens vermeide. Aber ich gucke mir das natürlich trotzdem genau an, um diese Uhrzeit, weil jetzt natürlich erstmal Frankfurt die Hosen anhat und hier auch Richtung und Volumen vorgibt, ne? Also ob das jetzt die Frankfurter tatsächlich selbst sind oder halt irgendwelche anderen Akteure auf einem anderen Fleck auf dem Planeten, die halt Frankfurt eigentlich nur halten, das spielt keine Rolle. Aber halt Fakt ist, die Kasse hat jetzt aufgemacht. Und mischt sich hier auf jeden Fall jetzt ein. So, ne, 730, das ist jetzt genau der Punkt. Ich dachte aber so, wenn, dann da, aber dann auch hier den Stop ganz knapp da oben drüber. Ne? Mehr darf da jetzt nicht mehr kommen. Und damit das aufgeht, müsste er jetzt auch hier relativ zügig nochmal runterkippen und dann halt hier auch die 655 und so weiter dann mal voll machen. Also, wenn Short, dann hier, ist keine Empfehlung, klar. Aber wenn dann hier, nicht da, das hat sich ja schon mal bewahrheitet. Das waren einfach schon mal hier 30 Punkte, die man sich schenken konnte. Weil das ist typisch, kann ich echt immer nur wiederholen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, ganz klar. Aber das ist typisch. Also, wie ich halt immer sage, Gap Close von oben ist nicht short, ist nicht long. Und genauso gilt umgekehrt, Gap Close von unten ist halt auch nicht short. Ne? Das heißt, dass wir hier dann drüber laufen, ganz normal. Das gibt keinen Abpraller. So, und das heißt aber jetzt nicht, und das sollte halt auch irgendwie klar sein, das heißt nicht, dass wir jetzt halt hier unbedingt komplett weiterlaufen müssen. Gar nicht. Ne? Damit ist immer nur gemeint, der erste Impuls, also der erste Anlauf, wie der halt dann zu reagieren hat, ja. Also muss man wirklich sagen, hat, weil das ist ja einfach ein statistischer Erfahrungswert und das kann man ja, ja auch einfach überprüfen. Und das heißt, hier ab da, wo der jetzt mal drüber gelaufen ist, hier bis zum Beispiel, jetzt, wie wir es ja hier haben, zum nächsten Stundenhoch, mal ist es sogar drüber, über 8 Uhr, völlig okay. Ab hier kann man für meine Begriffe nicht mehr viel sagen, was der Gap Close, den wir jetzt hier gesehen haben, den wir hier gesehen haben, was der da noch ausrichtet. Ne? Also das ist halt wirklich, da müsste man jetzt würfeln. So, dann, ich werde gleich natürlich noch ein bisschen weiter ausholen. Also für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind, ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen mitten reingesprungen in die Stunde. Man muss das Bild schon noch ein bisschen größer zeigen. Um dann zu verstehen, was ich da halt auch vorhabe und warum ich da unten hin will und warum ich da oben raus will. Da fragt jetzt auch jemand, der Thomas, würdest du bei 921 nochmal einen Short suchen? Spricht eigentlich nichts dagegen. Ne? Also, wir haben halt, also hier im DAO, davon ist ja die Rede, wir haben ja halt hier einfach oben, das ist ja die kleine Range, die wir da haben, Overnight, 921 hier nochmal Short. Das wäre ja halt auch nur kurz vor der Eröffnung von der 8 Uhr. Das kann man schon machen. Also, wie gesagt, ganz klar keine Empfehlung, ne? Aber dagegen spricht da jetzt nicht, auch nicht wirklich irgendwas. So, hier sieht man, also wer die geschortet hat, die 730, wenn es zum Scalping war, waren das schon mal hier
gerade 15 saubere Punkte mit kleinem Stop. Unter 10 Punkten ist hier nur 5 Punkte drüber gelaufen. Das ist okay. Und ich gucke mal noch mal eine Sekunde, noch mal bitte. Eine Sekunde. Gehen wir mal schnell rüber. So, also. Na, hier sieht man ja, da hatte ich ja vorhin die Linie hingezeichnet, ne, die gelbe. Habt ihr ja alle gesehen. Das war schon sehr, sehr sauber. Ne? Also hier wirklich minimal, noch keine 5 Punkte irgendwie drüber oder gerade mal 5 Punkte. Absolut. Also was heißt sauber nicht, ja, aber eben genau das, was ich gemeint habe, typisch einfach. Sauber wäre gewesen, wenn er hier gedreht hätte, wo wir jetzt wieder stehen und gar nicht nach hoch gelaufen wäre. Aber das ist typisch. Ne? So, also, wer hat es gemacht? Könnt ihr mal irgendwie hier im Chat irgendwie ein Feedback geben, damit ich weiß, dass es nicht ganz umsonst war, wenn ich den einen oder anderen in seiner Meinung, was der Markt macht, unterstützen konnte. Ja, es sind ja doch einige. Das ist doch schön. Das ist doch cool. Sehr gut. Das freut mich. Nur hier, wie gesagt, muss man jetzt überlegen, wir sind jetzt hier nochmal an der Kassaeröffnung. Der kann jetzt hier durchkippen, der muss aber nicht hier durchkippen. Also wenn man wirklich, wenn man das als Scalp kurzen Impuls gemacht hat, dann kriegt man halt hier, bis jetzt sind es irgendwie 25 Punkte gewesen. Da werden wir wahrscheinlich schon nochmal irgendwie kurz hinspucken und da muss man halt wirklich gucken, ab hier dem Kassa-Close von gestern, ne? Also genau hier, da sind wir, zack, so. Dann sollte man jetzt hier überlegen, ob man rausgeht oder nicht. Weil ob der jetzt wirklich da durchfällt, das steht auf dem anderen Blatt. Also den hätte ich jetzt tatsächlich auch live machen können, aber ich habe ihn ja vorher beschrieben. So, das war ja auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sauber, die ganze Geschichte. Nee, weil wenn ich schon so irgendwie im Reden langsam bin, dann bin ich wahrscheinlich auch im Handeln langsam heute Morgen. Von daher ist es für meine Begriffe ganz okay, dass ich den jetzt nicht gemacht habe, aber dafür erklärt habe und der Markt ja erstmal das macht, was er machen soll. So, also es waren ja auf jeden Fall einige, die das gehandelt haben und sich hier gerade freuen wie ein Schnitzel. Also, wenn man den verfolgen will, ne, kann man halt natürlich auch hingehen, kann Stop nachziehen, dann irgendwo hier drüber, über den Kassa-Close und dann mal gucken, ob die Geschichte jetzt nicht nach unten wegrauscht. Ne? So, und da wäre jetzt halt das nächste Ziel. Dann gehen wir nochmal hier zurück aufs große Bild. Da wäre das nächste Ziel hier die 655 und da muss man dann halt gucken und das sind jetzt irgendwie nochmal 40 Punkte, aber der Wohler ja halt schon ziemlich stressfrei. Jetzt ärgere ich mich ja doch ein bisschen, dass ich den nicht gemacht habe. Nein, tue ich nicht. Alles gut. Ja. Alles gut. Hauptsache ihr habt ihn. Ich mache das ja auch für euch, das Webinar und ja auch für den einen oder anderen, der noch nicht so lange irgendwie das macht und da halt so ein bisschen seelische Unterstützung oder was auch immer dann halt sucht und vielleicht ein bisschen Bestätigung, wenn er oder sie halt die gleiche Idee hat und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen dann, wenn ich sage, wenn Short, dann hier oben Impulsrichtung Short und auch das mit dem Gap Close und dann ist es völlig fein. So, also, ich gehe mal nochmal hier auf den DAO, beziehungsweise hier sieht man jetzt ja halt auch, ne, ganz kurz noch hier auch nochmal mit dem DAX. Wir stehen jetzt hier an der Öffnung, hier ist jetzt einfach unentschieden und da muss man jetzt mal gucken, was da noch nachkommt. Jetzt gerade mal erst die erste Viertelstunde um, dafür ist, ne, also Viertelstunde um, wir stehen auf Anfang, das kann jetzt wieder alles Mögliche werden. Ich tippe schon, dass wir da unten rausfallen, ne? Das heißt aber nicht, dass es jetzt unbedingt machen muss. Und aber halt rein von der Tendenz, die wir jetzt hier erstmal sehen, hängt ja hier so irgendwo im Nichts. Ne? Diese Supports hier an der Stelle, die ja halt dann ist gestern Nachmittag gewesen sind, die haben keine neuen Hochs erzeugt. So, und infolgedessen war das halt hier nur ein korrektiver Rücklauf oben an den Widerstand, auch nicht bis ganz oben hin. Und das heißt, wenn jetzt hier eine zweite Welle kommt,
Und dann sollte die eigentlich dann auch noch ein bisschen nach unten drücken. So, das ist halt nur das Timing so ein bisschen schwierig, weil klar, jetzt an der Stelle sehen wir halt natürlich wieder ganz viele, oh, der fällt. Und entsprechend schwierig ist es dann halt hier natürlich jetzt dann auch reinzukommen. Und der kann halt hier nochmal irgendwie die ganze Zeit auch hin und her wackeln. So. Deswegen sind dann so kurze Sachen so hier, zack, zack, bis zur Eröffnung maximal. Wäre wahrscheinlich sogar schon hier rausgegangen bei der Kasa, beim Kasa-Schluss nochmal. Aber das ist dann völlig okay. Also sauberer kriegt man es wahrscheinlich heute nicht mehr. Gut. So, dann gehe ich hier mal ganz kurz auf den Daily im DAO, damit man das halt mal versteht. Kurz, habe ich irgendwas gemalt, was wir noch brauchen? Moment. Muss mal kurz hier speichern. So, der Daily. Also, woher kommt die Überlegung? So, man sieht also hier, bisschen kleiner, man sieht also hier in dem Bereich, so, ne, also hier haben wir halt Support gehabt an der Stelle, von da oben runterkommen, von der 611, keine neuen Hochs, das war dann halt die Zone, die ich hier dann auch beschrieben habe, wo ich gesagt habe, so, da ist halt auch so ein bisschen der Deckel drauf, es kann nach unten kippen an der Stelle. Dann sind wir hier aus der Range rausgefallen. Also, ne, das war diese unsägliche kleine Range an der Stelle. Da sind wir dann rausgefallen und haben halt logischerweise erstmal die letzten Lows dann auch attackiert. So, und da hatte ich ja auch gesagt, gestern, wenn wir da drunter fallen sollten, dann ist natürlich, sofern jetzt hier der Daily weiter Relevanz hat, und das hat er ja in der Regel, dann ist natürlich der Weg frei bis ganz darunter. Ne? Das sind natürlich dann halt mal, irgendwie fast 1000 Punkte, also 800 Punkte. Und das überlegt der Markt sich dann halt in der Regel schon, ob er das halt irgendwie wirklich so macht und da direkt im ersten Rutsch durchfällt. Und da ich das auch nicht so wirklich geglaubt habe, habe ich gesagt, ich hätte halt gerne am liebsten noch einen vernünftigen Rücklauf und zwar nochmal da oben hin, weil was wir die auch, halt hier auch sehen, das ist einfach, also wie gesagt, hier im Tagesschart, was wir hier halt eben auch sehen. Das ist, dass da oben sich die ganze Zeit das ganze Ding da am SMA 20 abgespielt hat, ne? Die ganze Nummer. Also hier die Widerstandszone auf der Oberseite und auf der Unterseite immer wieder SMA 20, ne? Und von daher gehe ich mal davon aus, wenn da jetzt ein Daily-Händler unterwegs war oder halt mehrere, dass der halt relevant war, sollte er umgekehrt halt auch nochmal relevant werden. So, und das heißt für mich, da wir hier durchgefallen sind, und einfach darüber gelaufen sind, das gäbe es denn gar nicht, glaube ich da noch nicht dran. Ne? Und deswegen ausgehend hier von den Supports, die wir haben an der Stelle, wäre es halt absolut plausibel, wenn wir dann halt auch nochmal halt hier hochlaufen und den dort nochmal abholen und dann halt mal sehen, was wirklich passiert. Ne? Hier hatten wir zwar schon einen Run da oben, der war ein bisschen früh, beziehungsweise was heißt das zu früh? Ist okay. Ja, aber da sieht man ja zumindest, hier gab es einen Rücklauf und dann bäm, von dort halt runter. Und das heißt, das würde auch dazu passen, wenn sich jetzt zum Beispiel halt hier irgendwelche größeren Orders gesammelt haben, beziehungsweise ein paar Händler positioniert haben an der Stelle und das Level verteidigen wollen, würde das hervorragend jetzt dann auch heute dazu passen, dass wir, wenn wir an den SMA 20 kommen, der würde wunderbar einfach hier liegen. Ja? Das heißt, da wären einmal die mit dabei, die vielleicht darauf halt wirklich dann Wert legen. Und es sieht ja schon so ein bisschen aus, als gäbe es da halt eine Truppe, die da gesteigerten Wert drauf legt. Das heißt, die wären mit am Start und gleichzeitig die, die hier halt generell sich unterhalb der Range schon ordentlich positioniert haben. Ich meine, das hier sind ja keine kleinen Retailer. Ne? Also das war ja die heftigste Bewegung nach unten und eigentlich die, die den Range-Bruch nach unten bestätigt hat. Und mal ausgehend davon, dass es jetzt keine Positionen sind, die jetzt irgendwie nur kurz mal drin waren, sondern eben halt länger bleiben könnten, sollten, wäre das halt nur plausibel, wenn die beiden da oben halt, das wären dann wahrscheinlich zwei Big Player,
Da oben gemeinsam auf den Knopf drücken. Und zumindest würde das interessant werden, wenn wir da oben hinlaufen und auch relativ safe, um dort sich short zu positionieren. Ob das mit einem kleinen Stop gelingt, das steht auf dem anderen Blatt. Aber relativ safe, dass wenn wir da hinlaufen, nicht einfach so drüber laufen. So, es ist das natürlich alles überhaupt gar keine Garantie. Das ist halt auch klar. Aber zumindest mal hat man hier so ein bisschen mehr Plausibilität, warum das Ganze aufgehen könnte. Und dann wäre natürlich, wie gesagt, wenn er das macht, das wäre halt jetzt hier nochmal ein Stich in diese Zone rein, wo ja dann auch die 772 wäre, die wir im Stundenchart halt haben. Das wäre hier im Daily nichts anderes als ein kleiner Stich hier in diese Zone und dann halt als Abpraller und dann halt könnte der nach oben laufen. Ne? So, dass wir jetzt hier einfach durchfallen, weiß ich nicht, glaube ich noch nicht so dran. Das heißt, hier könnten wir dann halt auch ein bisschen Drive nach oben kriegen und da muss man halt gucken, ob man dann wirklich das ganze Ding dann durchhält bis da oben hin oder auch hier nicht einfach wieder nur irgendwie 20, 30 Punkte mitnimmt und sich dann halt eher auf einen Entry in die andere Richtung konzentriert. Weil das muss ja nicht so kommen, nur weil ich das so beschreibe, ja. Das ist ja völliger Quatsch. Also genauso gut kann es ja auch sein, dass halt wir heute einfach nur hier auf der Stelle rumdümpeln, nur mal als Beispiel, ja, dann würde die Kurve natürlich morgen schon hier stehen. Und das heißt, der Rücklauf wäre schon gar nicht mehr so hoch. Ne? Würde aber dann auch immer noch dazu passen. Ne? Nur heute würde das hier oben sehr gut passen, eben zu dem, was ich da halt noch eingezeichnet habe im H1, beziehungsweise was jetzt ja auch nicht neu ist. Hier eins zurückblättern, was ja auch nicht neu ist, nämlich die rote Zone da oben. Ne? Die liegt nämlich genau da in dem Bereich halt auch. So, das ist erstmal nur eine Idee. Man muss natürlich schon gucken, dass der Markt das auch genauso gut findet wie man selbst, weil wenn man allein die Idee hat, bringt einen in der Regel nicht so wahnsinnig viel weiter. Ne? So, DAX, ne? Nichts passiert, völlig okay. Aber sieht so aus, als würden wir jetzt zu 9:30 Uhr da unten durchspucken. Ja, sieht doch erstmal gut aus. Auf jeden Fall. Und dann würde ich halt hier, spätestens da sollte man aufpassen. Also 60 Punkte waren es halt übrigens bisher, die hier richtig angesagt oder eingeschätzt wurden von meiner Seite. Angesagt klingt immer so ein bisschen komisch. Also, und im DAU habe ich jetzt hier erstmal nichts im H1, außer jetzt hier FIBO 50%. Ist halt auch nur 50% und keine FIBO. Und da halt mal gucken, der sollte eigentlich auch ein bisschen was nach unten noch bringen. Oder er hier, DAX zögert so ein bisschen, das ist aber okay. Na, jetzt. Hier auch typisches Verhalten. Man sieht jetzt erstmal, die Lows wurden gebrochen. Dann wird versucht, irgendwie zu gucken, oh, vielleicht war es nur Phishing. Nimm mal die Shorts erstmal raus. Und dann mal gucken, ob es jetzt wirklich bricht. Ich denke aber schon. Also, ich gehe mal nochmal zurück aufs andere Bild. 9:25 Uhr, weil meistens die, die ja schon ein paar Mal dabei gewesen sind, wissen ja dann halt auch, dass ich immer versuche, so irgendwie den 15-Minuten-Chart als ersten Trigger da halt mitzunehmen. Ne? So, hier ist der DAX, der Kollege. Das ist auf jeden Fall doch nett. Stop hier hätte auch gepasst, habe ich vorhin ja noch gesagt. Ne? Dann sollte man jetzt einfach hier vielleicht, na gut, nicht wirklich. Kann man nicht wirklich bewegen, erstmal. Also zumindest nicht, wenn man halt irgendwie noch ein paar Punkte mehr nach unten möchte. So, aber den könnte ich mal irgendwie so dezent nachziehen. So, gucken, ob wir hier noch irgendwas haben. Ich sehe erstmal nichts. Das hier sind so die Orangen, das sind einfach so Hilfslinien aus dem Scalping. Da sollte man sich jetzt nicht allzu viel davon irritieren lassen. So, entscheidend ist natürlich die Stunde selbst. So, hier unten muss ich auch mal wieder umschalten.
Auf den Daily, da unten habe ich nämlich noch den Weekly drin, der würde eigentlich auch noch dazu passen, zu der Idee mit dem Rücklauf. Ja. Ich verdecke wahrscheinlich das Bild hier unten. Ja. Hier unten sieht man es ja auch wieder im Daily, den ich mir hier eingezeichnet habe. Würde passen. So, also hier jetzt einen Impuls mitzukriegen, gar nicht mal so einfach, kann man machen, wenn man irgendwie unbedingt will, ne? Also, was man jetzt hier noch sieht, ist, hier kommt jetzt ein Pivot 821, den wird er wahrscheinlich nicht auslassen. Also, aber dass der großartig was ausrichtet, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, ne? Also, wenn jetzt hier irgendwie jemand Long sucht, also es kann ein bisschen Gezackere geben, aber halt ein Pivot ohne irgendwas, für meine Begriffe eigentlich eher nicht. Sondern halt, wenn der halt irgendwie zum Rest dazu passt, okay, aber ich sehe es hier an der Stelle eigentlich nicht. Hier unten haben wir auch noch einen. Der ist ein bisschen zu tief für meine Begriffe und hier 4,50 für den Vortag. Okay. Gerade mal gucken, ob das so stimmt. Ja, von mir aus. Also, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie Impuls machen will, also hier sehen wir auf der rechten Seite den M15. So, der drückt ja halt relativ gut nach unten. Das heißt, wir haben hier irgendwie Fehlausbruch, tieferes Tief, Fehlausbruch deswegen, weil es hoch davor überschritten wurde. Jetzt hier nochmal irgendwie ein Lauf über die Eröffnung mit einem kleinen Hoch, drückt auch wieder weiter runter. Also die Tendenz ist schon relativ deutlich hier, ne? Und das heißt, ich gehe schon davon aus, wenn jetzt irgendwie 9:30 Uhr kommt und wenn die hier dann auch immer noch schwarz ist, rot oder wie auch immer man das gezeichnet hat, dass wir zumindest nochmal einen kleinen Stich dann halt nach unten kriegen als Nachimpuls quasi, ne? Das kann man machen, wenn man will, aber da muss man halt im Zweifelsfalle dann auch schnell sein, um das irgendwie einzutüten. Wie gesagt, ich mache es hier nicht mehr. Ich lasse den Short jetzt mal hier drin. Also der POC von gestern, ja, das kann sogar sein, schreibt der Sebastian. Dass der da unten liegt. Mal gucken. Ja, ne? Ja, genau. Also das ist richtig. Das kommt hier zu dem Pivot dazu. So, jetzt haben wir hier aber genau das, was ich meinte, ne? So, wenn die schwarz ist, gibt es einen Nachimpuls. Man muss schnell sein, direkt absichern oder halt direkt raus. Aber das war relativ safe an der Stelle. Also zum Scalpen ist das halt super. Also ich denke auch schon, dass wir jetzt einmal runterrutschen, ne? Also das wird jetzt nicht an den paar Punkten da unten scheitern, aber hat halt im Zweifelsfall einfach noch Zeit, ne? Das ist halt einfach das Ding. Und aber Point of Control, also da, wo gestern der meiste Umsatz war, heißt erstmal auch nicht, dass der jetzt da irgendwie halt nach oben oder unten reagieren muss, ne? Heißt nur, wo gestern viel Umsatz war, wird wahrscheinlich wieder viel Umsatz sein. Mehr erstmal nicht. Und da muss man dann halt irgendwie schon nochmal irgendwie ein bisschen genauer gucken. So, was macht denn das Hauptbild? Ja, nochmal zurück hier. Warte mal, 6,5. Ibo 38er, ja. Das ist ja, was ich vorhin gemeint habe, ne, Ricardo? Das hatte ich ja vorhin auch eingezeichnet. Sieht man ja auch noch im Bild hier. Was? 783? Ne, 655. Hä? Ach so, im DAX. Okay, nee, hatte ich nicht eingezeichnet. Ich dachte, der DAU wäre gemeint gewesen. So, aber hier, klar, ne? Typisch. Vor 15 Minuten beschrieben. Ist normal. Erstmal tief raus und dann so, ach, das könnte ja Phishing sein. Und
lösen wir Short erstmal auf und weiß ich nicht was, was da für Überlegungen dann halt irgendwie kommen, aber unter die Tiefs runter und dann nicht weiter ist normal. Sollte niemanden irgendwie großartig beeindrucken. Also es sieht, könnte natürlich es auch sein, ne, dass wir jetzt für den Rest irgendwie von der Stunde einfach hier rumstehen, ja, auch dass der DAO nochmal versucht, einfach hier über der 855 zu schließen und dass jetzt gar nichts mehr kommt. Kann genauso gut sein. Dann kommt es halt um 11. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber hier im DAX jetzt stehen wir halt einfach da, wo wir um 10 Uhr auch angefangen haben. Und nichts sonst ist da passiert. So, langweilig gerade, ne? Kann sich ändern, aber ich behaupte mal, wir haben ja auch hier schon irgendwie 40, 35 bis 60 Punkte gemacht. Von daher könnten wir eigentlich auch Feierabend machen und uns in die Sonne legen. So, also der Dow geht die Geschichte da unten an mit dem Pivot, der da drunter liegt, also hier unter der 50, hier auch mal einzeichnen. So, ne? Da werden wir gleich mal vorbeischauen und dann halt mal gucken, was ich mit dem Short da mache, ob ich den dann auflasse oder zumache. Aber der DAX kann sich irgendwie so gar nicht entscheiden. Muss hier immer gucken, wo ich klicke. So, ne? Also das hätte auch noch funktioniert. So, das Buch sagt uns irgendwie nicht wahnsinnig viel, das ist relativ neutral. So, aber jetzt einmal hier runter und dann, wie gesagt, ich hier long nehmen. Also Pock haben wir dort von gestern, ja, aber da wird man gleich mal sehen, was dann da halt dann wirklich passiert. Kann nämlich gut sein, dass er einfach durchgereicht wird. Ne? Gucken, ich kann ihn mal hier kurz auch einzeichnen, das Bild ein bisschen raffen kann. Also das wäre der Pock. So, und dann kann man gleich mal gucken, was da abgeht. Also Pivot, Pock. Dann halt hier noch der S2 und noch eine Fibo. Na, die habe ich ein bisschen übersehen. Also 810 wäre die Fibo vom letzten Anstieg. Also die 61,8. Das kann natürlich schon sein. Ne? Also auf jeden Fall wird es wohl hier so sein, dass da jetzt gleich ein bisschen was passiert. Aber es wäre für mich, wie gesagt, ganz klar nicht mein Long. Ganz klar nicht, weil es überhaupt nicht irgendwie zum Bild momentan einfach passt. Ne? Also hier unten nochmal die Stunde. Also da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Vorstellung, dass das Ding wirklich nach oben dreht und wieder oben rauslaufen. Da kann ich mich nicht mit anfreunden. Daniel. Ja, besser nicht, Daniel. Nicht gut. Eben nur komische Sachen bei raus. So, also mehr passiert hier irgendwie gerade auch nicht. Also was ich halt jetzt hier schon dann mal überlege, ist, ob ich den Stop danach ziehe oder Trailer, ich weiß es nicht. Mal gucken, wie das dann gleich aussieht. Oh, mein Bild ist ja schon wieder weg. So. Ja, also wenn wir jetzt halt hier da runterlaufen, ich meine, für mich sind es halt irgendwie noch 30 Punkte, die mir da fehlen mit der Hälfte. Sag mal. Die kann ich mir natürlich auch theoretisch schenken. Also die 800, das wäre ja diese Oberseite von der Zone hier im Daily. Die kann er jetzt ruhig auch mal noch irgendwie mitnehmen. So, ich gehe mal noch mal kurz hinüber. So, der macht gar nichts mehr, ne? Der steht still.
Ja, das ist doof. So, wir hätten auch irgendwie tatsächlich um 9:20 Uhr Feierabend machen können. Ne? Da war ja eigentlich die Hauptbewegung, die am einfachsten greifbar war, abgeschlossen. Das hier ist jetzt so ein bisschen typisch Webinar. Der Heiko ist auch da. Schön. Moin, Heiko. Heiko, der Markt bewegt sich nicht. Du musst mal kurz was unternehmen. Wobei, gerade gesagt, wir sind ja eigentlich schon fertig, weil ich hatte nur eine Bewegung hier auf dem Schirm, also jetzt zumindest mal was den DAX angeht. Die war halt eben von da oben darunter und das war's. Und alles Weitere ist großes Fragezeichen dran. Und von daher brauchen wir es auch nicht wirklich. Aber macht ja nichts. Also ich würde jetzt mal sagen, wir warten jetzt mal noch irgendwie die Nummer ab, also was jetzt hier um 9:45 Uhr, ob da halt noch was nachkommt. Und wenn nicht, dann können wir hier auch genauso gut dicht machen, bevor wir uns hier irgendwie zu Tode langweilen. Und es waren ja doch auf jeden Fall ja einige dabei, eben in dem Short, in dem beschriebenen. Nochmal, ich habe ihn nur, für die später hinzukomme, ich habe ihn nur beschrieben, nicht gehandelt, aber beschrieben, wie das Ding laufen soll und wo man raus soll, raus können sollen, täten würde, tut. Das hast du jetzt gut umschrieben. Ja, genau. Wenn man es denn getätet hätte. Sowas in der Richtung, ne? Ja. Konjunktivitis. Okay. So. Also, gehen wir mal rüber. Wie gesagt, das wird jetzt hier nicht dran scheitern an den paar Punkten, die wir da jetzt schon noch machen. Aber wahrscheinlich dann halt tatsächlich irgendwie um 9:45 Uhr. Und dann halt mal gucken, mit welchem Nachdruck. Ob das dann halt wirklich durchschiebt. Das kann halt, das ist halt immer so, wie gesagt, beim Point of Control ist kein Support, ist kein Widerstand, ist einfach nur Umsatz. Nicht mehr und nicht weniger. Na komm schon, drück doch einmal hier runter. Das kann ja nicht wahr sein, dass das so so ein Problem ist hier. Ja, ich kann ja irgendwie so, glaub, spätestens da unten kann man den dann schon mal anmachen, weil wegen ein paar Punkten da halt nur irgendwie aussitzen, das bringt irgendwie auch nichts. Aber wie er sich wehrt hier, das ist. Würde irgendwie die Welt untergehen, wenn mal kurz ein paar Punkte fallen. So, gehen wir noch jetzt zurück aufs andere. So, das heißt, auch jetzt hier im DAX, was das Ganze nach unten so ein bisschen sicherer macht, das ist natürlich, wenn wir jetzt hier im M15 unterhalb, ich will es hier jetzt nur nicht einzeichnen, nachher vergesse ich es wieder rauszunehmen. Wenn wir jetzt hier unter der 681 im M15 dann auch mal schließen, das heißt, dann haben wir zumindest schon mal irgendwie zweimal Viertelstunde da drunter gedrückt und das ist auch so ein bisschen besseres Indiz dafür, dass der Markt halt auch ein Stück weiter fällt. Ne? Und dann hier die 655 wird jetzt wahrscheinlich zusammenkommen mit dem Stich vom Down nach unten. Das würde zeitlich jetzt natürlich gut passen innerhalb der nächsten 5 Minuten. Aber es sieht schon nicht so aus, als würde der da, ganz kurz nochmal, ich muss jetzt gerade mal was gucken, es juckt mir doch in den Fingern. Und sofort wieder mit dem Bild dabei. So. Ja, hier tatsächlich vielleicht den Stich mitzunehmen. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen zu weit unten, also hier nochmal. Im DAX, also wenn, dann muss man es echt schnell machen. Ne? Also, was habe ich denn hier? Wochen Intraweek. Das heißt, wenn man das macht, gut, schon zu lange geredet. Also, ich wollte gerade sagen, man muss es schnell machen, wenn man das macht. Stopp hier hin, wollte ich halt sagen. Und dann halt irgendwie auch direkt eng sichern und dann halt gucken, dass man mit dem Schluss von der 15-Minuten-Kerze das Ding da halt rauskriegt. Ne?
So, ist im Zweifelsfall nicht so einfach, aber ja, vielleicht auch nicht zu spät. Mal gucken. 9:42 Uhr. Bisschen Zeit haben wir noch. Ja, er macht ja hier neue Tiefs. So, das sieht man ja halt auch hier im M15. Das wäre dann auf jeden Fall halt hier der Entry. So, an der Stelle. So, komm, ich jetzt. Mach den jetzt einfach mal. Mal gucken, ob das gelingt. Hier auch am POC erstmal, vom POC erstmal nach unten gedrückt worden. Es kann natürlich jetzt wirklich sein, also es wäre natürlich ein blöder Vorführeffekt, ne? Nachdem vorhin der Short oben so sauber war, wenn der jetzt hier nicht aufgeht. Aber ich vermute mal, dass wir da wirklich jetzt mit der 9:45 Uhr nach unten drücken auf die 655. Ja, das wäre genau hier. Ja. Das kann schon sein. Wenn nicht, muss man halt im Zweifelsfall ein bisschen Geduld mitbringen. Macht das erstmal mit einer halben Position, lässt Luft und schaut halt mal, ob das Ganze so aufgeht. So, hier drückt es auch weiter. Es kommt ja einfach nach oben nichts, nach unten zwar jetzt auch nicht, ja, aber nach oben ja, sieht man halt noch viel deutlicher, dass da halt einfach irgendwie keiner zu begeistern ist. Erstmal, auch wenn wir jetzt halt hier so ein bisschen da drauf schweben, aber es ist halt eben auch kein Bums dahinter, ne? Also um so eine Bewegung, die nach unten geht, auch abzuschließen, in der Regel ist es ja dann doch so, dass dann halt einmal ein größerer Stich nach unten dann halt hinterherkommt. Ne? So, ob es jetzt immer hier im DAX. Also wie gesagt, es muss man schnell machen. 9:43, eine Minute haben wir noch. Ich versuche jetzt mal die 15 Minuten Kerze mit nach unten abzuschließen und baue mal drauf, dass das ein Impuls wird. Ne, aber jetzt hier für ein schnelles Scalping waren es jetzt hier gerade schon irgendwie 7 Punkte. Hätte man machen können, aber ich würde halt schon gern gucken, dass wir einen deutlicheren Stich da unten rauskriegen. So. Hier sind wir mal angekommen auf dem Pivot erstmal. Aber auch der habe ich gesagt, der allein sollte irgendwie nicht bremsen, sondern da müsste eigentlich auch noch ein Schub dann jetzt kommen, bevor da jetzt irgendwas passiert. Hier der POC, ich hoffe, der stimmt noch. Ich habe den ja gerade vorhin hier so ein bisschen verzerrt. Aber da sollte es zumindest jetzt einmal hinlaufen und dann soll es mal ein bisschen hin und her wackeln und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Weil hier kommt es jetzt auch zeitlich natürlich recht nett zusammen. Also 15. Eigentlich muss man den jetzt hier absichern, ne? Entweder kriegen wir jetzt noch den Stich oder halt nicht. So. Das heißt, hier sitzt der Stop. Ja, komm schon. Und jetzt noch ein bisschen nachdrücken. Der Dow hat noch Luft, um sich da jetzt irgendwie an die Geschichte anzuschließen. Also hier sind jetzt nochmal irgendwie 13 Punkte. Aber wie gesagt, es muss schnell gehen. Und wenn es nicht vorwärts geht, geht man halt eben raus, ne? Das heißt, er muss ja jetzt nicht hier diese 655 da anlaufen, die ich da im Visier habe. Also nicht in diesem jetzt sofort, ne? Also das wird er schon machen, aber das heißt, er kann es ja auch nachher noch machen, ne? Deswegen da sollte man es nicht zu sehr drauf verbeißen, dass er das unbedingt direkt machen muss. Nur die Geschichte jetzt hier mit dem 15-Minuten-Impuls, die lag jetzt für mich, für meine Begriffe, so ein bisschen auf der Hand. Ich habe gar kein Business-Volumen hier anzuschalten, sehe ich gerade. Also das F-DAX-Volumen habe ich hier gar nicht drin. Aber es ist jetzt auch gerade mal nicht so kriegsentscheidend. Also es ist halt insgesamt schon sehr überschaubar jetzt hier gerade immer noch von dem, was da hat, was da abgeht. Also ein bisschen drücken könnte jetzt doch schon mal. Meine Güte, guck sich das mal einer an. Dauer kommt ja auch nicht hinterher. Aber generell richtige Entscheidung, würde ich mal sagen. Ne? So. Hat sich jemand getraut nochmal?
mitzugehen. Gut. Sehr schön. Also wie gesagt, das ist wirklich eng absichern. Ne? Das ist, also wie gesagt, auch keine Empfehlung, klar. Ich sage nur, wenn man das halt irgendwie als Impuls hier runter mitkriegen will, eng absichern und dann, ich habe ja auch hier den Trail aktiviert, falls wir jetzt darunter einmal zucken sollten und dann bin ich da auch sehr schnell draußen oder halt hier im Zweifelsfall dann auch nur mit 2 Punkten. Ja, das ist nur ein Impuls. Und weil um das nach unten aufzulösen, hat er immer noch 13 Minuten Zeit. Das muss ja nicht innerhalb von so einer 5-Minuten-Kerze passieren. Absolut nicht. Man sieht auch hier, klar, jetzt sowieso, das ist halt jetzt hier auch das Value Area Low. Ne, auch nicht so einfach, wenn das Volumen irgendwie gering ist, was man ja sieht, da jetzt nach unten rauszukommen, kann auch schon mal irgendwie schwieriger werden. Von daher auch jetzt hier wegen ein paar Punkten. Wie gesagt, ich versuche es jetzt, aber halt sollte man auch nicht immer unbedingt machen, dass man es wegen ein paar Punkten dann halt komplett ausreizt. Aber ich vermute halt schon, dass wir hier schon nochmal irgendwie eine deutlichere Bewegung, eine Abschlussbewegung dann quasi kriegen. Und falls nicht, dann halt eben raus und gut ist. Ne? So. Komm, 10 Punkte, fertig. Der muss das jetzt nicht machen. Aber vom Prinzip her trotzdem passt das. Also im DAO halt auch, ne, sieht man, hat jetzt zwar hier auf dem Point of Control irgendwie mal kurz aufgesetzt, aber ich, wie gesagt, mir fehlt die Fantasie, um dran zu glauben, dass die Stundenkerze jetzt wirklich da über der 880 nochmal irgendwie, es wären 50 Punkte, also nochmal bis da hochläuft, da fehlt mir echt so ein bisschen der Glaube daran. Deswegen halte ich da jetzt auch erstmal die Füße still, zumal der DAX für meine Begriffe auch nicht fertig hat. Und der halt auch nochmal ein Stück weit nach unten drücken sollte. Und auch deshalb nicht. Selbst wenn wir jetzt hier einmal drüber laufen, es wird ja jetzt bestenfalls unsauber, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der jetzt da oben rausbrettert. So, ja, weil der hängt, das meine ich halt, der hängt halt hier auch noch so ein bisschen in der Luft. Ne? Also auch wenn man jetzt irgendwie nicht an meine Levels glaubt, aber was man ja halt hier sieht, ist, er hängt ja da so mittendrin. Und was ja halt eben oft passiert, das ist halt, dass Eröffnungen von langen Bewegungen halt gerne nochmal angelaufen werden. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie total außergewöhnlich ist. Ne? Und da hängt ja für meine Begriffe einfach viel zu sehr hier mittendrin. Oder was eben auch typisch ist, sowas, hier unten so ein Spike, das wäre die 633 im DAX, dass da mal irgendwie kurz nochmal versucht wird, drauf aufzusetzen. Auch typisch, ne? Weil es halt hier ein Widerstand gewesen ist. Ich zeichne das hier mal kurz ein auch. Ne? Also als kurzer Impuls wäre auch das nochmal denkbar. Und deswegen, und das hier ist irgendwie, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Klar, sind halt hier diese kleinen Peaks da nach oben, okay, aber passt, ergibt irgendwie für mich kein Bild. Auch wenn man es mal fibotechnisch betrachtet, wird es wohl auch kein Bild ergeben. Das heißt, wir nehmen einfach nur mal von hier an bis darauf, ja, 50%, das ist halt ja, nichts. Ne? Das ist Mathe, aber 50% ist keine Fibo und auch irgendwie nichts, was in der Regel irgendwie großartig funktioniert. Also das ist das, was ich vorhin auch meinte. Es kann natürlich jetzt einfach alles auch um 11 Uhr kommen. Ne? Von daher muss das jetzt nicht unbedingt bis um 10 Uhr so passieren. So, kurze Rede, langer Sinn. Mehr kann ich dem jetzt auch gar nicht hinzufügen. Und von daher würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Also 10 Punkte dann ja wenigstens noch sogar im DAX unglaublicherweise gehandelt. Plus eben die 35 bis 60, wie wir das auch immer waren, vorhin tatsächlich auch DAX. DAO hat auch seine Bewegung hier weiter fortgesetzt. Von daher ist das, glaube ich, insgesamt kann man das Ding hier, glaube ich, dicht machen mit dem Fazit, das war nett, oder? Das war alles recht nett. Gut. Was hat er denn DAX genau an der HT? Bollinger, okay.
Das müsste ich genau nochmal irgendwie gucken, um das nachvollziehen zu können. Klar, also wie gesagt, wichtig ist ja ohnehin immer, dass ihr eure eigenen Ansätze habt. Und ich versuche ja immer hier auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Support dann eben auch zu geben, ne? Und meine Sichtweise damit reinzubringen, die ja auch manchmal gar nicht so falsch ist. Und ich handle es ja halt auch in der Regel live, also jetzt ja vorhin auch noch zumindest den Impuls noch, den DAO ja sowieso, den DAX ja, wie gesagt, den habe ich mir geschenkt. Da war ich noch nicht wach genug. Und von daher ist das ja auch nicht immer nur theoretisches Geblubber, was ich hier von mir gebe, sondern ich zeige es ja halt auch immer. Gut, alright, dann sage ich mal Dankeschön, dass der Heiko auch gerade auch gesagt, den 660 drin, ja, siehst du, sind wir uns doch einig. Und, ah ja, der Heiko, genau. Der Heiko ist morgen, macht Webinar morgen auch hier mit FX Flat. Und wann, Heiko? Wann bist du, wann ist das? Oder Florian, du weißt das ja 15, wahrscheinlich auch, ne? 15 Uhr. Morgen um 15 15 Uhr. Uhr. Okay, Jo. ja, cool. Heiko, der Skyper vor dem Herrn. Und wie gesagt, ich weiß hier nie, wer jetzt hier neu dabei ist oder wer jetzt irgendwie alter Hase ist. Also Heiko, wenn es um Skyping geht, Heiko Behrendt, auf jeden Fall, der kann das. Und macht es in der Regel ja dann auch live und erklärt nicht nur. So, also ich sage danke an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wer möchte morgen Heiko 15 Uhr hier auch bei FX Flat. Und ja, wünsche euch einen sonnigen Tag und übergebe aber das letzte Wort gerne an den Florian. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Danke dir, Dirk. Ja, vielen Dank auch an die Teilnehmer, wirklich so zahlreich bis zum Ende noch dabei geblieben sind. Schauen Sie ruhig morgen vorbei, 15 Uhr mit Heiko, auch wieder im Stereo Trader unterwegs. Und von daher habe ich dem Dirk nichts hinzuzufügen. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns morgen hoffentlich. Bis dahin, ciao, ciao.